Das sind ergiebige Kühe, die sind nett, war ich gut erzogen, habe ich gut genährt. Ja, 29, komm, machen wir die 30 noch voll, ich weiß nicht genau und so, ne? 31, gut, machen wir die 31 voll, von mir aus auch das. Das geht ja auch. So. Dann, jetzt langt es bestimmt nicht an Fäden. Dann werde ich einfach im Zweifel gleich nochmal hier mir noch ein paar Fäden mitnehmen. Ja, werde ich, glaube ich, tun. Sollte ich tun, ja. Ja. Oh, guck mal, da ist eine freilebende Kuh. Die hat sowieso kaum noch Leben, die muss sterben. Also, ich helfe ihr nur. Die muss nicht sterben, die starb einfach. Ich weiß nicht, wie das kommen konnte, ne? Hat auch keiner gesehen, also es kommt einfach mal so vor. So, huch, und weg ist eine Kuh. Genau wie die da. Ich dachte gerade, ja, Kuh, und dann steht da Schaf. Ich habe mich auch nicht verguckt auf der Karte. Gibt's da noch welche Kühe? Sehe ich jetzt erstmal nicht so, nur Schafsfressen. Na gut, wie viele da haben wir jetzt? 34, ich meine, jo, läuft. Gut, dann gucken wir mal hier, da ist der Knopf. Ich wusste doch, ich habe da irgendwo einen Knopf gehabt. Ich wusste es. Wieder bin ich nach unten, ich habe immer noch keinen Fallschacht. Unschwer zu erkennen, ne, aber... Na. Huch. Ist trotzdem kein Grund, gegen den Pfeiler zu laufen. Also nur bedingt zumindest. So. Die Monsterfalle ist aus, ja. Also an, also das Licht ist aus. Also, ja, ne. Jetzt haben wir eigentlich noch Band 5 und Behutsamkeit 1. Ja, die brauche ich alle gar nicht. Stärke, Effizienz. Effizienz 2 mitzunehmen lohnt sich eigentlich kaum. Na, mach ich wenigstens hier Level 20 voll. Wait, was hat der Zombie noch gedroppt? Eine Kartoffel. Die nehme ich auch einfach mal mit. Weil ich es kann. Hat der noch einen oder? Jawohl. Hatte ich doch richtig gehört. Angenehmt. Und schnell was fressen. Ist wieder einer da? Nee, diesmal nicht. Schade, schade. Machen wir mal kurz zu. So, tschüss. Und ja. Ja, hier musst du dich halt wirklich ewig nebenstellen. Bei dem anderen Mobs, bei der anderen Monsterfalle ist ja der Vorteil. Vor allem erstmal kurz zwischenwerfen. Ich merke immer, wie ich immer weiter so nach vorne gehe mit den Schultern, ist voll ungesund. Deshalb straffe ich manchmal so mein Kreuz und setze mich wieder ein bisschen anders hin. Falls euch das aufgefallen sein sollte. So, jetzt aber zurück zum Thema. Bei der anderen Monsterfalle ist ja das, sag ich mal, ja doch das Gute, dass die Monster halt, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar bis zur Renderdistanz Ende spawnen, oder? Ich glaube schon. Oder zumindest fast so weit spawnen. Und die Spawner, die spawnen halt nur, wenn du im selben Chunk bist, also im Bereich von 16x16. Allerdings weiß ich nicht, ob es vom 16 Blöcke jeweils von jeder Spawner-Seite aus ist. Oder weiß ich auch nicht. Ja, tut mir leid, dass ich gerade gehen musste. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ja. Ja. Weißt du, jetzt fängt es an, Auge zucken erst hier und jetzt zuckt erst mal hier. Ah! Ne? Verstehst du? Verstehst du? So, dann gucken wir jetzt mal, wie viele Feen wir da haben. Also ich brauche auf jeden Fall einige Feen. Das kann ich euch flüstern, kann ich euch. Aber ich sollte hier, wenn ihr ein paar solche noch haben, wusste ich doch. Wusste ich doch. Hab ich alles haargenau gewusst. So. Und dann bauen wir mal mehr Leder. So, gute Fäden reichen auf jeden Fall aus. So viel kann ich schon mal sagen. Jetzt haben wir wieder 17 gegerbtes Leder. Okay. Ja klar, bei 34, ja, ergibt Sinn. Ergibt alles Sinn. Beziehungsweise ist noch gar nicht gegerbt, oder? Ist gebunden, ja, es muss jetzt noch in den Ofen zum gegerbten Leder. Normalerweise wird Leder ja anders gegerbt, ne? Das nicht in so eine ekelhafte Gerberflüssigkeit da gängt, wo das dann die übelst soll stinken soll, so voll säuerlich. Ich glaube, die machen das immer noch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich hatte das auch mal, glaube ich, mal in Chemie. Aber ja, ne. Immerhin schon wieder Level 20, sehe ich gerade. Ja, bloß vom Unwissen ablenken, das ist wichtig. Ne, aber hier, ne. Level 20 und so, geil, passt, läuft. Gut. Also wie gesagt, im Zweifel haue ich auch noch... Ach ja, ich habe die Sichtweite wieder auf das Höchste eingestellt. Ich spiele es, glaube ich, immer damit. Das ist immer ganz cool. Für die Zeitrafferaufnahme mache ich das auch. Sonst siehst du immer nur die Hälfte von dem, was ich da baue. Das wäre dann auch nicht so geil.
Aber ja. Ach ja, falls ihr euch fragen solltet, wie ich Zeitraffer aufnehme, ich habe noch einen zweiten Minecraft-Account, den lasse ich dann immer offen. Allerdings, also ich mache die Zeitraffer dann quasi aus dritter Position, also aus dritter Person-Position. Boah, jetzt fängt die Nase an zu jucken. Ah! Ah, voll quetschen und so. Nee, ja, ich mache die aus der dritter Personenansicht. Allerdings kannst du ja bei Minecraft leider nicht einfach so raustappen. Sonst ist einfach, öffnet sich gleich hier Zone, das Game-Menü. Und dann bist du schön gearscht. Deshalb habe ich noch die Kamera-Studio-Mod. Auch noch, wie so weit weg da hinten steht auch eine Jagdbank, meine Güte. Mit der kannst du dann halt so die Bahn einstellen, dass du auch dann so eine schönen runden Bewegungen hast und sowas. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Kann man auch zum Zeigen und so alles nehmen. Haben wir schon zwei große Rucksäcke. Einen dritten kriegen wir noch hin, einen vierten auch, oder? Ja, klar, noch einen vierten, ne? Bring jetzt mal den anderen Rest weg. Und dann habe ich immer hier auf dem zweiten Bildschirm, ich habe einen zweiten Bildschirm zur Info so, ne? Da habe ich das dann einfach immer das andere Minecraft geöffnet mit dem anderen Profil da, ne? Mit dem anderen Account. Huch. Und will ich gleich schon wieder gehen. Ich kriege meinen Rucksack wieder, so. Oh, es ist schlimm heute. Nicht mein Tag. Aber ich habe Bock zu spielen. Kartoffeln kommt erstmal zu essen, die werde ich später vielleicht irgendwann mal anflampfen. Nehmen wir gleich mal so mit, so. Ja, und dann starte ich da immer, nehme da Pipapo auf mit Fraps und dann spiele ich halt hier mit meinem normalen Account rum und nehme das auf. Ist allerdings auch schon ein bisschen Performance-treffend, wie ich vielleicht denken könnte, also. Da musst du schon vorsichtig sein, dass dir der PC nicht abkackt. Vor allem, wenn du die Sicherheit dann auf das Höchste hast, ist natürlich auch. Ja, ne? Aber klappt alles bisher, deshalb ist es ganz gut und das macht halt Spaß. Spaß macht das. So, ich glaube, zwei gegerbte Leder habe ich dann übrig. Irgendwie sowas. Und ich muss mir jetzt mal ein bisschen Tee eingießen. Ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Pfefferminztee aufgebrüht. So, um meine zarte Stimme zu entlasten und etwas Wohltuendes zu geben. Schaffe ich es nicht, jetzt aufzudrehen, wie ihr seht. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, auch sehr interessant. Da im Spiel backe ich Leder oder brate ich Leder. Eigentlich sehr backen, ne? Und hier, ja, mache ich Tee. Na okay, ist jetzt nicht so ganz gut gleichzusetzen, aber schon ein kleines bisschen, ne? Und mal ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden. Und dann könnte man sagen, ihr habt schon mit mir Tee getrunken, ne? Abwarten und Tee trinken. Sag ich da immer nur wieder. Was ich irgendwie oft sage. So. Huch, ne, zwei gegerbte Leder bleiben doch, hab ich doch gesagt, mit zwei bleiben wir. Ja, klar hab ich das gesagt. Nein, nix hier. Aha, Caps Lock. Ja, Caps, nicht Caps. Caps Lock. Es wird noch nicht ganz dunkel, aber langsam, ne? Aber okay, ich denke mal, ich werde die Rucksäcke einfach jetzt auch hier in eine Kiste packen. Das Leder kommt zu, keine Ahnung, zu Mobzeugs. Die kommt zu Lehm. Damit kriege ich auf jeden Fall vier Doppelkisten voll. Das ist sehr praktisch. Oh, stimmt, das Schwein, das Fleisch. Das Kuhfleisch, da. Die Kuhfladen. Die sollte ich auch noch braten. Und ja gut, wenn ich jetzt sowieso schon hier bin, kann ich auch gleich pennen gehen, ne? Das macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Nur schnell Rinder und schlafen. Ich wollte gerade sagen, nee, ich dachte gerade, da steht nachts schlafen, aber nee, Monster nicht. Kann in der kurzen Zeit auch noch ein paar Kack-Kack-Zombie-Kacke. Ich kann mich auch jetzt ein bisschen durch die Nacht wäschen, bin ich allerdings ein bisschen ängstlich, muss ich zugeben. Da ich eine Kackrüstung habe. Und da bin ich doch ziemlich schnell gearscht und das wäre dann kontraproduktiv, weil ich dann meine Level ganz schnell wieder los bin. Zumal ich ja auch nur hier so eine hab und so. Egal, ich gehe jetzt einfach in die Höhle. Muss ich auch mal gucken, ob ich dann bei der Höhle wieder den Shader rausnehmen muss oder sollte.
Ach, hier geht's runter, genau. Oder nicht? Ach ja, genau, wie sieht's hier aus mit den Pilzen? Oh, ich glaube, oh, hier auf dem Boden, die sind neu, ne? Wachsen sogar tatsächlich geringfügig. Nicht ganz so viel, wie ich vielleicht erwartet, obwohl, ja, ich habe eigentlich gar nichts erwartet, deshalb. Ja, wachsen gut, ne? Wachsen gut. Ich will hier aber nach unten. Ja, gut, werde ich mich jetzt hier einfach mal nach unten buddeln. Ja, ich gehe jetzt wirklich einfach nur stupide Strip-Mine. Weil das, denke ich, doch am schnellsten ist. Huch, hat es gerade voll geleckt. Oder habe ich was falsch gesehen? Oder keine Ahnung. Weil, und so, ne? Weil ich jetzt einfach nur ein paar Erze sammeln will. Die werde ich dann auch erst zu Hause abbauen können, richtig. Weil die Spitzhacke hier ja Gutsamkeit drauf hat. Huch, da sollte es nicht hin. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so optim. Oh, Eisen. Müsste, glaube ich, Eisen sein. Jawohl. Ja, ich kenne die Arzt hier in den ganzen Texture Packs noch nicht. Ach ja, und auch noch so, falls ihr auch ein Texture Pack sehen wollt, mit dem ich mal hier spiele, schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde mir das dann mal runterladen und dann benutzen. Natürlich muss das für die Version hier geben. Ich spiele immer übrigens noch, immer noch auf der 172, ist das, glaube ich. Jetzt, wo ich gerade die Rucksackmod habe, werde ich jetzt nicht so schnell hier hoch gehen. Keine Ahnung, mal gucken. Aber ja, so, falls ihr irgendeins sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid und ich werde das mal ausprobieren. Ja. Und irgendwas wollte ich noch erzählen, ach, keine Ahnung. Ach ja, genau, jetzt müsste, warte mal, wenn die Folge draußen ist, könnte vielleicht sogar schon Darksiders 2 angefangen haben. Wenn nicht, würde das die nächsten Tage starten, ich werde heute oder morgen auch mal aufnehmen, habe ich voll Bock drauf. Darksiders habe ich jetzt nur schon ewig durch eigentlich, also schon über einen Monat. Aber da ich das ja nur alle zwei Tage hochlade und ich da dann beim letzten Stück halt voll Bock drauf hatte, also noch mehr Bock als sonst schon so. Auch wenn ich mega fail und so, aber und so. Aber hat Spaß gemacht. Und das, da bin ich halt seit über einem Monat schon fertig und habe halt mit Darksiders zwar noch gar nicht angefangen, obwohl die letzte Folge von Darksiders am 24. rauskommt. Ist noch ein Stückchen hin bei mir, also es ist übermorgen. Ja, übermorgen müsste, glaube ich, hinkommen. Oder ist heute der 24.? Quatsch, heute ist der 24., oder? Ja, natürlich. Heute kommt, heute kam die letzte Folge raus. Übermorgen kommt dann die erste Folge Pfingstens raus. Theoretisch zumindest. Die Folge kommt jetzt hier am... Warte mal, ich habe das 27. Die sollte jetzt sogar schon am 29. sein, glaube ich. Heute müsste es der 29. sein, also für euch. Für mich nicht. Für mich nicht, aber ja, ne? So, hier kommen wir wieder nach oben. Gut. Passt. Und hier sehe ich nichts. Hier ist alles Paletti. Und so. Und weiter nach unten. Also ich hoffe mal, man sieht noch was. Ich versuche jetzt hier wirklich doch öfter mal Fackeln zu setzen. So alle drei, vier Blöcke schon. Dass es noch einigermaßen gehen sollte, hoffe ich zumindest von der Helligkeit her. Oh ja, Eisen. Eisen brauche ich auf jeden Fall. Mit ziemlicher Sicherheit. Way, so. Da wieder der Block hin schnell. So. Nix gewesen. Höhe. So. Ich habe ja erst mal auf Höhe 12 gegraben. Aber dann hat mir die liebe Soße gesagt, ich soll doch lieber auf 11 graben, wegen Kopfhöhe und so was alles. Ja, mache ich jetzt halt auch immer. Ich höre ja auf die liebe Soße. Ich bin ja ein artiger Junge. Ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich jetzt so einen Unterschied gemerkt habe bisher. Kann durchaus sein. Müsste man mal irgendwie eine Statistik aufstellen oder eine Fallstudie. Oder beides zusammen. Eine Statistik aus einer Fallstudie. Vollstudie. Keine Ahnung, bin ich aber zu faul für, eindeutig, und das ist es mir dann doch nicht wert. So weit brauche ich das dann doch nicht zu wissen. Nicht so. Und dann mal gucken, wie viel Level wir dann letztendlich herauskriegen, wenn ich dann mit der Glücksspitzhacke abbauen. Aber ich denke mal, da sollte ich, ja, bis Level 30 weiß ich immer noch nicht. Ich weiß eben immer noch nicht, das Rätsel hat sich bisher bei mir nie geklärt, keine Ahnung, oder auch immer. Was ich mich ja schon seit jeher frage, ob mit Glück sich auch die Level vermehren, die man da rauskriegt. Das weiß ich ja nicht, ob man da irgendwie mehr XP-Kügelchen rauskriegt oder sowas. Keine Ahnung. Oh, geil. Ein bisschen Redstone, das bringt immer XP. Eigentlich müsste ich ja nur in Nether gehen zum Leveln. Das habe ich ja sonst immer so gemacht, aber... bin ich irgendwie zu faul zu.